Ich bin in Mönchengladbach im Volksgarten und hier ist ein Schwan mit einer Angelschnur, die es hier hinter sich herzieht. Und das müsste genau derselbe Schwan sein, den ich vor einiger Zeit schon mal gefangen habe, der einen Angelhaken verschluckt hat, der auch nicht herausoperiert werden konnte, weil der tief im Muskelmagen saß. Ah, jetzt sehe ich die Schnur auch. Das ist natürlich bei dem Tier im Wasser. Ja, hier. Ja. Füttern wir erstmal hier die. So, Schwan bleibt lange mit dem Kopf unter Wasser. Das ist gut. Ich hab dich doch schon. Ja, ich weiß. Warte doch mal. So, nein. Ich lass dich nicht. Und du hast aber echt. Du hast aber echt Power. So. So. Beruhigen wir uns erstmal. So. Schwan. So, hör mal auf. So. Da ist die Schnur. Hier ist die Angelschnur und hier ist auch schon der Haken. Okay, ich glaube, das kriegen wir so raus, bevor was Schlimmeres passiert. So, ich lege den mal ganz kurz hier an die Seite und gucken wir dich noch mal an. Den nehme ich gleich mit. Gucken wir noch mal, ob du irgendwo was hast, und dann kannst du auch schon wieder gehen. Okay, komm mal her. So. Achtung. So. Da ist die Feder, wo die Angelschnur drum war. Hör mal auf. So. Hier sieht man auch, dass die da kaputt war von der Angelschnur. Na, 1, 2, 3 Federn sind beschädigt. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Jetzt tasten wir dich mal ab. Ja. Jetzt den Flügel mal an. Das sieht auch gut aus. So. Jetzt gucken wir mal deine Füße. Jetzt hör doch mal auf. Füße hier. Füße da. Gut. Ja, ja. So. Meine Hose ist gerissen. Naja, egal. Ich habe gerade nochmal mit der Melderin telefoniert. Das ist also eindeutig genau der Schwan, den ich schon mal gefangen habe, weil der einen Angelhaken geschluckt hat. Den hat er auch wohl noch im Körper, im Muskelmagen. Den kann man nicht rausoperieren. Und dieses Tier kommt aber damit zurecht. Also der war sehr, sehr kräftig, der hat sich sehr gut gewehrt und der ist nicht abgemagert gewesen, also der scheint keine Schmerzen zu haben. Der ist ja seitdem unter Beobachtung, er ist in den ersten Wochen danach jeden Tag beobachtet worden und es ist nichts Auffälliges gewesen. Und jetzt ist das ja schon, ich weiß gar nicht genau, mindestens ein halbes Jahr her oder so. Genau habe ich es ehrlich gesagt jetzt nicht auf dem Schirm, müsste ich nochmal nachgucken. Und dem geht's gut. Jetzt war es halt wirklich zum Glück noch nicht zu spät. Es ist kein Schaden angerichtet worden. Es waren nur 3 Schwungfedern ein bisschen beschädigt, aber das spielt keine Rolle. Es war was, was er sich auch irgendwo im Gebüsch oder so hätte holen können. Also das ist halt bei weitem nicht so dramatisch gewesen, aber es hätte dramatisch werden können. Nämlich, dass er zum Beispiel beim Gefiederputzen merkt, da ist irgendwas. Und er hätte sich das auch selber aus dem Gefieder pflücken können. Und dann hätte der diesen kleinen winzigen Haken unter Umständen verschluckt mit Schnur.
Und dann hätte das unter Umständen auch eben wieder sehr schwere Folgen nach sich ziehen können. Oder der hätte das einfach verloren und das nächste Tier hätte es dann unter Umständen irgendwie aufgenommen oder am Körper gehabt. So, das haben wir jetzt alles verhindert. Ich habe auch gerade dann nochmal erfahren, dass gestern die Feuerwehr da war, aber die Feuerwehr hat es leider nicht geschafft, diesen Schwan zu fangen. Liegt wohl, denke ich mal, in erster Linie daran, dass die meistens eher, ich sag mal, so eine typische Feuerwehrsituation daraus machen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert deshalb nicht, weil die Tiere dann merken, irgendwas ist anders als sonst. Die Schwäne müssen ja denken, es ist eine normale Fütterungssituation. Das heißt, da kommt jemand ans Gewässer und er hat was, eine Tüte dabei oder so und ist schon vielleicht irgendwas am Werfen. Und ja, hab im Idealfall normale Kleidung an, vielleicht keine Maske auf, wobei ich glaube, mittlerweile laufen so viele Leute mit Masken rum, dass es die Schwäne auch nicht mehr stört. Aber wichtig ist halt einfach, es muss normales Auftreten sein. So, ich gehe mal davon aus, dass die Feuerwehr dieses normale Auftreten nicht hatte, dass der Schwan oder die beiden Schwäne eben dachten, das ist keine normale Fütterungssituation und die sind dann so im Wasser auf anderthalb Meter Abstand geblieben. Ihr habt ja jetzt gerade im Video gesehen, dass das an sich überhaupt kein Problem ist, diesen Schwan nah genug heranzubekommen. Also gehe ich davon aus, dass es einfach nur ein kleiner taktischer Fehler war. Also am einfachsten kriegt man die Tiere immer, wenn die denken, das ist eine ganz normale Fütterungssituation. Zumindest bei den Tieren, die irgendwo im städtischen Park oder so unterwegs sind und es kennen, gefüttert zu werden. Ja, nicht bei irgendeinem Schwan draußen in der Walachei, der noch nie einen Menschen gesehen hat, da wird das nicht funktionieren. Aber bei solchen Schwänen funktioniert das sehr gut. Thank you.